Berlin, April 1945. The last days of the Third Reich. Some of the Führer's last defenders were adolescents, not yet 15 years old. Their only goal was to protect their leader, Adolf Hitler. Up against the Soviets, they had no chance of winning. But only a few years earlier, they had sworn to give their lives for Hitler. They would stand by their promise and see it through to the end. Who were these boy soldiers? How did the regime win their absolute loyalty? Some of these boys are still alive today. Dass man von uns verlangt hat, zu schwören, für Führer, Volk und Vaterland, wenn es notwendig ist, also auch das Leben zu opfern, das fanden wir eigentlich selbstverständlich. They know what it meant to grow up during the Nazi era. Ein Volk, ein Führer, ein Reich. Diese drei Begriffe hat man also direkt uns eingeprägt. Es gab keinen anderen Führer, nur ein Führer gab es. Und der wurde angehimmelt bis dort hinaus. How did these boys get caught up in the darkness of Nazism? They were the future of the regime, its showcase, and its cannon fodder. The Hitler Youth was founded in the 1920s as the youth wing of the Nazi Party. After Adolf Hitler became Chancellor of Germany, the Hitler Youth displaced every other organization for boys. Its members were given military and ideological training. By the start of the Second World War, they were ready and willing to serve. In 1943, the Hitler Youth were ordered to help man anti-aircraft guns. They combed the sky with searchlights, looking for Allied bombers. It meant no school, so the boys were delighted. Die Begeisterung kann ich kaum beschreiben. Es kam ein Luftwaffenoffizier zu uns in den Unterricht und verkündete uns, dass die Jahrgänge 26 und 27 dieser bestimmten Klassen der höheren Schulen mit dem 10. oder 15. Februar 1943 zur Flak kämen als Luftwaffenhelfer. Wir sind alle aufgesprungen, haben gejubelt, es war ein ohrenbetäubender Lärm. Und nun, auf einen Schlag, wurden wir Soldaten, ehe wir es gehofft hatten. Nur Freude. Flak und Nachtjäger sind bereit. Jungmachter Tommy kommen. Mit Koda und die englischen Luftpiraten ihre Bomben auf offene Dörfer und Städte. Es geht ihnen nicht nur um wirtschaftliche Ziele. Durch fortlaufende Beunruhigung hoffen sie, die deutsche Volkskraft zu schädigen. Wir haben ja in der Vorstellung gelebt, dass Deutschland einen Verteidigungskrieg führt. Da haben wir unseren Dienst dort also mit größtem Eifer abgeleistet. Und so gut wie irgendwie. Handling real weapons, courting danger. The boys felt they were finally fighting as soldiers, as men, for the Führer and for the Reich. Among them were the future writer Günter Grass and Josef Ratzinger, the future Pope Benedict XVI. Wir haben einmal an einem Nachmittag zwei Jagdbomber, also in einem Abstand von einer halben Stunde, abgeschossen. Das ist ein Triumphgefühl. Ich habe so ein Flak-Kampfhandzeichen gekriegt, und das kriegte man dann, wenn man an Abschuss von 8 Flugzeugen beteiligt war. Und wenn ich multipliziere,
bin ich also ungefähr am Tod von ungefähr 50 Leuten beteiligt gewesen. Als die vor uns in den Boden rein sind, abgeschossen von uns, aber getanzt vor Freude. Nicht? Aber einmal, als wir da hinkamen und haben den Piloten gesehen, der war also so eine kleine Puppe geschrumpft, nicht? Also den Brand nicht. Das hat uns dann schon also sehr, sehr betroffen gemacht. Nicht? Between air raids, these young soldiers could almost be normal boys again. But the Allied air supremacy was overwhelming. Exhausted by lack of sleep, deafened because their ears were unprotected, they were in fact cannon fodder. Da kam Fliegeralarm. Wir sind aus den Baracken raus und in so ein nahegelegenes Gehölz gezogen. Und da stand ich mit meinem Freund Heinz Gruber am Waldesrand und vielleicht 200 Meter entfernt von uns. Und da stand eine Lokomotive mit Waggons dran gehängt. Und da sind also ein paar Japos erschienen und haben diese Lokomotive und diese Güterwaggons also in Fetzen geschossen. Dieser Freund von mir sagt ja, sagt, da habe ich wieder Schwein gehabt, aber ich habe einen Stein in den Rücken gekriegt. Und da schaut er mich so an. Und da sehe ich schon, wie soll man das beschreiben, also wenn der Blick so weggeht, und denke mir, na du, und dann hat er sich ein bisschen gedreht noch, und dann habe ich gesehen, also der ganze Rücken war also ein einziges Loch. Der hat so eine 2 Zentimeter Granate in den Rücken gekriegt, nicht? Also, und da war nichts mehr zu wollen. Da sind einige Freunde von uns dann nicht mehr wiedergekommen. Nicht? Und das war für viele von uns erstmal so eine kleine Lektion, mal drüber nachzudenken, was das eigentlich soll. Aber das war dann, da mit solchen Dingen fing ja auch das Abenteuerkrieg an, sein Ende zu nehmen. Ja, dann wurde es wirklich dann nur noch hart und hässlich und schäbig. The raids went on, day and night. Beneath the rain of bombs, it was a waking nightmare. The boys of the Hitler Youth helped collect the dead and rescue the living. Wir mussten also die Leichen bzw. die Leichenteile zusammensammeln und auf Lastwagen laden. Das war ein Schlachtfest sondergleichen. In einem Haus, das in Brand geraten war und das schon zum Teil eingestürzt war, lag eine Frau, deren Unterarm von einem Stahlbalken festgequetscht war. Wir versuchten erst, diesen Stahlträger anzuheben. Das war unmöglich. Darauf hat dann der Zuständige oder der befehlende Unteroffizier oder wer es war gesagt, holt mal einen Fuchsschwanz, also eine Handsäge. Und dann hat er der Frau den Oberarm abgebunden. Und ich musste diese Abbindung festhalten. Dann hat er ihr den Arm durchgesägt. Und dann konnte sie rausgetragen werden und dann brach das Haus in sich zusammen. Sie wäre tot gegangen. So hat sie überlebt. Aber das Geräusch, wie eine Säge einen menschlichen Arm durchsägt, ja, das vergisst man nicht. Goebbels responded to impending defeat with a call for total war.
Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Nach der vormilitärischen Ausbildung in den Wehrertüchtigungslagern hat sich ein Teil des ältesten HJ-Jahrganges aus eigenem und freiem Entschluss zum Einsatz in der Waffen-SS gemeldet. Aufmarsch zum Appell! The propaganda worked. In the autumn of 1943, 16,000 Hitler youth of the class of 1926 joined a new armored division of the Waffen-SS. Founded by the leader of the SS, Heinrich Himmler, the 12th SS Panzer Division was called Hitlerjugend, Hitler Youth. They were 16 or 17 years old, teenagers too young to smoke or drink, but officially old enough for the front line. The regime was counting on their daring and their lack of awareness in the face of danger. Goebbels proclaimed, "The enemy must know that even for our children, there is no other choice than to fight to the last." The boys of the 12th SS Panzer Division trained in Belgium, then headed for Normandy. In May 1944, Normandy was a quiet area. The Germans expected the D-Day invasion to come further north, in the Pas-de-Calais region. On the 6th of June, the Allies launched the invasion, and they landed in Normandy. The Hitler Youth Division took the news calmly. Als die Nachricht kam von der Landung der Alliierten in der Normandie, da haben wir also in unserer Batterie ein großes Fest gefeiert, weil wir gesagt haben, endlich kommen sie nicht bloß über oben, nicht? Also, sondern auf dem Land, nicht? Jetzt können wir sie schlagen. Wir waren überzeugt davon, dass wir sie schlagen werden. The day after D-Day, the Hitler Youth Division was sent to a major Allied objective, the city of Caen. The British 3rd Infantry Division was supposed to take it in the first 24 hours. For the warriors of the Hitler Youth, it was truly a baptism of fire. Their ferocity drew out those 24 hours into 6 weeks of hell. The Hitler Youth Division stopped the combined British and Canadian offensive at the gates of the city. It also took many prisoners. German cameras filmed the last moments of these doomed men. Hitler Youth, under the command of SS General Kurt Meyer, executed dozens of them. At Aden Abbey, west of Caen, 20 Canadians were shot in cold blood. Another 45 were executed in the courtyard of the Chateau d'Audrieux. Altogether, the Hitler Youth Division murdered over 150 prisoners of war around Caen. The sons of the Third Reich had become war criminals. Da waren Jungen, die waren so fanatisch, die waren fanatischer als die Alten. Die wären für den Hitler gestorben, die wären durch Fenster gelaufen, gesprungen. Also das war, da waren, und da muss, bei denen muss man vorsichtig sein, vorsichtiger als bei Erwachsenen. Die waren in einem Wahn, dem Ganzen, also sagen wir mal Hitler, hörig. Die waren hörig, schlicht und einfach. Und die hätten alles getan. War crimes, massacres. The years of indoctrination had paid off. The Allies quickly identified the 12th SS Hitlerjugend, which they nicknamed the Baby Division. Their recklessness and ruthlessness
made them a dangerous enemy. The boys within its ranks were merciless. Nor did they hesitate to sacrifice their own lives. They were lauded by the regime. Nazi propaganda remained as rosy as ever, but the reality was very different. The D-Day landings succeeded. The Wehrmacht lost the Battle of Normandy. The Allies captured 200,000 German troops, including thousands of boys. Not so long ago, they had raised their right arms in the Hitler salute. Now, it was simply hands up. But defeat in Normandy did not make the remaining Hitler Youth any less willing to fight on other fronts. Ich weiß noch gut eine Unterhaltung mit meinem guten Freund Hans Keller. Er hat gesagt, es scheint also nicht nur im Osten, sondern auch im Westen schief zu gehen. Ja, aber einen Krieg verlieren, ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Das kann nicht sein. Convinced that they were Germany's last defense against the Red Hordes, young volunteers flocked to join up. Not that they had any real choice. So wie sich in der Kampfzeit die Hitlerjugend aus freiem Entschluss zu Führer und Reich bekannte, ist sie heute zur Bewegung der Kriegsfreiwilligen geworden. An historischer Stätte wurde in einer Kundgebung dem Führer die Meldung der Kriegsfreiwilligen des Jahrganges 1928 erstattet. Das Gebiet Ostpreußen hier meldet 9.482 Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Das wurde befohlen. Das war wie beim Militär. Und da hatten wir auch da konnten wir auch nicht sagen, ich gehe da nicht hin. Sondern da wäre vielleicht mein Vater ins KZ gekommen oder die Mutter bestraft, so war das da. Man musste sich freiwillig melden. Die sich nicht freiwillig gemeldet haben, die haben dann den Kopf abrasiert bekommen. Ne? Heute melde ich Ihnen, mein Führer, dass ich von den Hitlerjungen des Jahrganges 1928 70% kriegsfreiwillig zu den Fahnen gemeldet haben. Die echte Kriegsfreiwilligkeit dieser Jugend wird in der Kampfmoral auf dem Schlachtfeld lebendig sein. In fact, the arrival of these boys did nothing for morale at the front. The troops were skeptical about their value. Sagt, wir sind verrückt. Zuerst haben die gelacht, wenn wir kamen, nicht? Nun muss man sagen, die meisten von denen, die waren so lange im Krieg gewesen, die waren verwundet irgendwo. Und die haben uns wirklich ins Gewissen geredet und uns gefragt, was wir eigentlich glauben, was wir da erreichen können. Und haben uns gesagt, seht ihr da nicht, dass hier alles in Bach runtergeht? Und warum kommt ihr dann freiwillig auch noch hierher? The belief in final victory gave way to reality. The boy soldiers could do nothing to stop the Allies. Also ich hatte vier Freunde, mit denen wir hingegangen sind. Das waren wirklich Freunde, also nicht nur so Soldaten, sondern wir waren Freunde. Und von denen sind innerhalb von 14 Tagen oder 3 Wochen sind 3 Mann gefahren. Also das war da ziemlich hart und dann fühlt man sich als Kanonenfutter. Ne? Wir wurden erzogen, für das Vaterland zu kämpfen, bis zum Tod. Und das haben wir ernst gemeint und wollten das auch tun. Wir waren ja im Wahnsinn, wie berauscht und verblendet. Whether in the Battle of the Bulge or on the Eastern Front, the Hitler Youth went into battle. They had no choice. Surrender was forbidden. Firing squads awaited deserters.
Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. On the 20th of March 1945, Hitler appeared in public for the last time. He congratulated the Hitler youth he had sent to the slaughter. The previous year, he had told them, "The knowledge of the necessity of our struggle fills the whole German people. But you, as young National Socialist fighters, must surpass our entire people in steadfastness, tenacious persistence, and indomitable hardness." Among these last fighters was the 12-year-old Alfred Czech and Wilhelm Hubner, who had just turned 16, but looked much younger. Als der Russe näher an Laubern heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Laubern freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Hitler's left hand was visibly trembling from what looks like Parkinson's disease. At 56, he seemed like an old man, but he was more fanatical than ever. Hitler, der Sohn Sohn und auch die ganze Entourage, die hatten einfach den Maßstab für die Dinge total verloren. Und denen war auch im Grunde genommen völlig egal, was aus dem deutschen Volk dann geworden ist. Und der Hitler hat ja sogar noch gesagt, wenn das deutsche Volk untergeht, dann ist es selbst schuld. Das war eine verbrecherische Bande. Da gibt es gar nichts hin und nichts her. Die deutschen Städte verdienen es, zerstört zu werden. Sie sind zu feige und das Volk hat mich im Stich gelassen, so hat der Blödmann gesprochen. Even in April 1945, the month before Germany's surrender, the war machine was still running. Boy soldiers were still being sent into battle. Posters urged civilians to fight the oncoming tanks. Even children over the age of 10 were called on. So sind wir also am 4. April 1945 gemustert worden. Ein Teil meiner Klasse wurde tauglich gemustert. Und wir kriegten dann auch die Tarnanzüge der Waffen-SS. Natürlich war das für mich so, man musste die Ärmel und die Beine hochkrempeln. Ich war 1,60 Meter, also so kleine Tarnanzüge waren offenbar selten. On the 16th of April, the heaviest artillery barrage of the war began. The Red Army fired 1,236,000 shells. 100,000 tons of steel rained down on Berlin. Nine days later, Soviet troops entered the city. The Hitler Youth facing them knew that any moment might be their last. Es war eine Frage des Überlebens. Man hat geschossen in eine Richtung, wo man meinte, da ist der Feind. Man hat nach dem Motto Vorsicht, Klamotte, wie man als Jung mit Steinen schmeißt, ja, vorsichtig schmeißen mit einer Klamotte, hat man mit Handgranaten geworfen. Da haben wir siebenmal eingekesselt und siebenmal unter Verlusten wieder freigekämpft. Und dabei sind 9 meiner Klassenkameraden ums Leben gekommen. Es wurde rundum gestorben. Und da war uns also klar, dass wir jetzt nur noch unsere Haut retten wollten.
Wir hatten Volltreffer. Mein Freund war tot und ich lag da und die Schuhe waren vom Fuß gerissen und bin dann erst in den Splittergraben gegangen, bevor die nächste Welle kam, die nächsten Bomben fielen. Der Splittergraben ist getroffen worden und ich bin da verschüttet worden. Neben mir war auch ein Kollege von mir, Soldat. Der ist verwundet worden, der konnte aber noch antworten. Und da wollte ich raus, Alfons, hilf mir, ja. Und da hat der Feldwebel von hinten, der war etwas weiter zurückgerufen, lauf, das will drin bleiben. Also ich sollte im Loch drin bleiben. Und der hat mir praktisch das Leben gerettet. Dann bin ich zurück und bin in meinem Loch geblieben. Und habe dann erst später erfahren, dass im übernächsten Loch mein Freund gefallen war. Ja, also das war ein, also Sie können sich das gar nicht vorstellen, was das für, also das war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Da begann bei mir, warum Krieg? Ja, da habe ich erst mal gemerkt, was Krieg heißt, so richtig, mit 17 Jahren. Many of the youngsters snapped. Some hadn't wanted to miss out on the war. Now they couldn't escape it. With only light weapons, the Hitler Youth harried the tanks of 18 Soviet armies. The Red Army troops had to flush them out like rats. While the boys were being crushed, Hitler sheltered in his bunker, 7 meters below the ground. On the surface, every square meter saw an ambush, a shootout, or hand-to-hand fighting. Ich bin auf einmal den Russen entgegengelaufen. Die haben dann mit einem Maschinengewehr auf mich geschossen. Ich habe es aber überlebt, weil ich mich hinter einem Schuttberg verstecken konnte. Also ich konnte kriechen noch, ein bisschen ein paar Schritte machen. Ja, man war ja hart erzogen, trotz des Lungensplitters. Etwas Atem kriegte ich ja noch. Der linke Arm hing rum, aber der rechte war noch im Takt. Und dann drehte ein sogenannter Königstiger, das war der größte, neueste deutsche Panzer, drehte um und der hatte hinten eine Abschleppklüse. Und ich habe mich in meiner Verzweiflung mit der rechten Hand an diese Abschleppklüse festgehalten und habe mich hinterher schleifen lassen. Und das ging ein paar Kilometer bis zu einem Zwischenstopp in einer Art kleinen Waldsiedlung. A battalion of Hitler Youth holding the Pischelsdorf Bridge on the River Havel was shelled for 5 successive days. It was a massacre. Almost all of its 600 boys died there. On the 30th of April, the Soviets captured the Reichstag, the German parliament. The same day, Hitler committed suicide with a bullet to the head. The Hitler Youth, who had thought of themselves as the Führer's children, were suddenly orphaned. Ich sag's mal so, wie ich das damals ungefähr gesehen habe. Ein Held ist gestorben, mehr nicht. Ein Held, in Anführungsstrichen, ja? Das ist eines der seltsamsten Phänomene der deutschen Geschichte jener Jahre, dass wir 12 Uhr mittags sozusagen, also noch jeden Führerbefehl ausgeführt hätten. Und um 1 Uhr nachmittags war alles vorbei. Also wie das kam, ich weiß es nicht. Es war wie Aufwachen, ja. Ja. Wie wenn man aus dem Rausch aufwacht. Als Hitler gestorben ist, war ich tief traurig. Und da habe ich in dem kleinen Heftchen geschrieben, am 1. Mai 1945, der Führer ist gefallen. Was wird nun? Salomon Perel was a young German Jew who hid his identity. Taken for an ethnic German from the East, he had been integrated into the Hitler Youth for 3 years.
Da könnte man ja eigentlich meinen, dass dieser kleine jüdische Salomon wird sich sehr freuen. Ich habe das sehr ambivalent hingenommen. Ich habe es so hingenommen, der Führer ist tot, alles verloren. Irgendwie so. Aber Ander sagte mir, naja, jetzt bist du vielleicht wieder außer Gefahr. In May 1945, Field Marshal Keitel signed a document of unconditional surrender in Berlin. The Hitler Youth, who had been lured by the prospect of power and glory, had reaped nothing but the horror of war and defeat. Ich bin zurück zu dem Hauptmann, habe Meldung gemacht. Und habe gesagt, aber Hauptmann, das kann doch nicht sein, Deutschland kann doch nicht kapitulieren. Daraufhin hat dieser Hauptmann mir seinen Arm um die Schulter gelegt und hat gesagt, weißt du, mein Junge, die Wahrheit braucht manchmal mehr Mut als die Lüge. Da habe ich begriffen, es ist Schluss. Da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Da haben viele Soldaten gesagt, besonders die Älteren, ein Glück, dass die Scheiße vorbei ist. As the Western Allies and the Soviets established zones of occupation in Germany, millions of displaced persons sought to return to their own countries. Among them was the wounded 16-year-old Hans Münchenberg. He hid the fact that he had been a soldier and was taken in by villagers. Ich bin in das Dorf gekommen und da hat mich dann ein, wie ich glaubte, alter weißhaariger Mann angesprochen hat, Junge, es ist Sperrstunde, du musst von der Straße. Und er sagte, na gut, dann komm zu uns. Und als ich reinkam, war ich zu Tode erschrocken, denn es wurde nicht Deutsch gesprochen. Es waren Polen. Und dann hat er mich in ein Zimmer geführt. In dem Zimmer standen nur zwei Metallbetten. In den beiden Betten lagen kahlgeschorene Männer mit gestreiften Anzügen. Und dann legten sich die beiden KZ-Häftlinge in ein Bett, damit ich in dem anderen mich ausruhen konnte. Zu überlegen, durch meine Lüge liege ich in einem Bett und dort zwei KZ-Häftlinge. Was war Wahrheit, was war Lüge? Also da in der Nacht habe ich begriffen, es war so viel Lüge. Nee. Not all of the former Hitler Youth saw the fall of the Reich as liberation. Thousands of them had to be detained in huge prisoner of war camps. The Allies had on their hands a generation of Germans born, educated and fanaticized under Hitler. Some still believed in National Socialism. The victors had to think of the future. Now it was their turn to win over this lost, partially sacrificed generation. So began a long period of re-education, both in the classroom and in the POW camps. German prisoners attend special classes to fit them for leadership in their own country. The Gestapo, they learn, is out, along with other fascist institutions in the reconstruction of Germany. The children of Hitler were taught democracy. To denazify the wider population, the victors used the cinema. It had been a principal medium for Nazi indoctrination,
Now it was used to confront the German people with Nazi crimes. Wir mussten uns Filme ansehen von Auschwitz. Entsetzen über Entsetzen. Das habe ich gar nicht fassen können. Da lagen ja die Berge von Leichen, standen, lagen darum. Entsetzlich. Ich habe also die Welt nicht mehr verstanden. Dass es KZs gab, wussten wir schon sehr lange. Aber was da eigentlich geschah, darüber gab es nie irgendwelche verlässlichen Informationen. Ich selber habe auch am Anfang das nicht geglaubt. Ich habe das für richtige Propaganda gehalten, ja, für irgendwie, um uns da vorzuführen, wie schlechte Menschen wir sind. Anticipating this reaction, the Allies had insisted that local residents should visit the camps as soon as they were liberated, to see for themselves what they were like. Man ist erschrocken gewesen, dass das Deutsche gemacht haben. Und dann haben wir die ersten Berichte gehört, wie kann ein Volk, was Goethe, Schiller und andere Menschen hat, so etwas tun? Da haben wir uns geschämt. Wie furchtbar, dass deutsche Menschen sowas gemacht haben. Denn das belastet uns ja, unsere Historie, bis ewig. Ja. Von dem Moment an habe ich mich geschämt. So geschämt, dass ich mich nicht getraut habe, das weiterzuerzählen. Und habe niemandem erzählt, dass ich in der SS war. Ich habe mich geschämt. Bis heute. As Germany picked up the pieces, the Hitler youth who had been prisoners of war returned home, sometimes after long years of imprisonment. Alfons Ruina was freed after 3.5 years of captivity in the Soviet Union. Der Russe sagt immer, Skoro domoy, skoro domoy, skoro domoy. Das heißt, bald nach Hause, bald nach Hause, bald nach Hause. Wir, ach, haben wir gedacht. Erzählen, erzählen, erzählen. Und eines Tages, ja, ihr fahrt nach Hause. Ja, also das können Sie sich nicht beschreiben. Wir sind sogar am Bahnhof mit Musik verabschiedet worden. Mir ist passiert, weil ich auch noch so klein war und auch so jung noch, hat mich eine russische Frau am Ärmel festgehalten bei der Verabschiedung und sagt zu mir, halb russisch und halb deutsch, Söhnchen, komm wieder. Aber ohne Waffen. After spending several years in Belgian mines, Wilhelm Küper found his family. Die waren überrascht. Meine Mutter konnte gar nichts sagen. Also die hat dann nur immer meine Hand festgehalten. Oh, jetzt ist er wieder da. Die hat nichts gesagt. Die hat mich nur angefasst. Entschuldigung. Das war schon sehr rührend, aber sie war überrascht. Die war ja, wie ich an, waren ja nicht angekündigt. Die hat mich 4 Jahre nicht mehr gesehen, aber da stehe ich da. Ja. Mein Vater lag im Krankenhaus. Der sagte, Willi, die Hauptsache ist, unsere Familie ist heil aus dem Krieg rausgekommen. Salomon Perel is one of the few survivors of his family. The young Jew, educated as a Nazi for 4 years, nearly forgot his very identity. Nach dem Krieg kehrte ich zurück nach Braunschweig und unterwegs kam mir jemand entgegen in so einem Sträflingsanzug und plötzlich sah ich auf seiner Brust so einen gelben Judenstern. Und drauf stand Jude. Und ich war, entschuldigen Sie, sind Sie Jude? Der hat mich total ignoriert. Also das Letzte, was er glaubte, ich bin Jude.
Er dachte, ich will was mit ihm. Er ließ mich so stehen, ging weiter. Das tat mir echt weh. Und da ging ich zu ihm wieder, stellte mich vor ihm hin. Und in diesem Moment, auch wie so ein Wunder, habe ich ihm an zwei Wörter erinnert, mit welchen so das heiligste Gebet der Juden beginnt. Schma Israel. Und da hat er mir irgendwie geglaubt. Und da habe ich ihn umarmt, fast erstickt. Und da habe ich zum ersten Mal meinen echten Namen gesagt. Und hier begann der Prozess zurück zum Sali den Juden. In the new Germany under construction, many understood that the regime had stolen their youth. But even after all these years, a question still haunts them. Wie war es möglich, dass man einem solchen Schreihals nachgelaufen ist? Das, heute ist das, dieses Gebrüll ja eigentlich nur abstoßend. Als ich 10 Jahre alt war, war das Dritte Reich etwa 8 Jahre alt. Und da hatte man ja gar nichts anderes gekannt als nur Dritte Reich. Und deshalb war man auch von vornherein, ach, man kennt ja gar nichts anderes, es ist so. In their twilight years, some of the former Hitler Youth feel that they have a mission. Their survival must have a meaning. They want to tell their story. Ich war mal in der Sophie-Scholl-Schule und das war 2 Tage oder einen Tag vor den Sommerferien. Und da war natürlich das Interesse nicht sehr groß. Ist klar, denn die wollten alle in Ferien fahren und wollten nicht solche Sachen hören. Und dann habe ich gesagt, also du, es war eine Immigrationskind, da habe ich gesagt, dich hätte ich umgebracht. Hast du kein Interesse zu hören, warum ich das gemacht hätte? Da hat er mich ganz groß angeguckt. Und dann haben wir das Thema abgehandelt und besprochen. Und das ist meine Aufgabe. Und das ist das Einzige, was ich noch tun kann, mit dazu beizutragen, dass sich das wirklich nicht wiederholt. Und ich bin ja auch mit einer Jüdin, die hier geblieben ist und gerettet wurde und versteckt wurde, mit denen gehe ich auch in die Schule zusammen und wir treten gemeinsam auf. Und das ist auch wunderbar. Und das ist Wiedergutmachung für mich. Wenn manche Jugendliche hier in Deutschland so für den Frieden begeistern können, wie man damals für den Krieg begeistert hätte, dann hätten wir schon Frieden in Europa, für immer. Die Leute meckern dauernd über Mängel in der Demokratie. Dann sage ich immer, sehen Sie sich da und da an, denken Sie als Dritte Reich. Also eine schlecht gehende Demokratie ist mir immer noch besser als ein totalitärer Staat.